Gute Morgen, Adelboden. Wir sind am dritten Tag von der Championate gekommen und zum Aufschluss steht das Slalom im Programm. Die erste Manche ist gerade lanciert, Frédéric. Mario, Sophie, troisième et dernier jour de compétition ici à Adelboden. Le soleil n'est plus vraiment de la partie, ça se couvre, mais les conditions climatiques sont optimales pour la pratique du ski et du suspense également au programme de cette journée. Genau, wir sind ganz gespannt, ob es dem Geoffrey Osch gelingt, seinen dritten Titel heute zu gewinnen. Gestern am Riesenslalom an der ersten Manche ist er von einem jungen Schweden herausgefordert, den Ian Holmer. Und wir werden aufwerten und gucken, wie es dann heute ausgeht. C'est la question de la journée. Ian Holmer, le Suédois, peut-il battre le Luxembourgeois Geoffrey Osch? Nous allons tout de suite le voir en image. La fédé, hein? Putain, il va vite. Oh le con. Zeit von Alex van der Sluis, 54, 25, Platz. Si tu veux, tu lances les skis, hein. Lance les skis. Un par un. Je m'en sers. Mais tu peux prendre les deux bâtons après. Ouais. Tu les lances un par un. Attends, t'inquiète. Geoffrey Osch, dritte Kurs, dritten Titel. Besser hat der Weekend nicht können laufen. Ja, auf jeden Fall. 3 von 3. Ich bin mehr wie Frau. Und ich hoffe, das wird nach weiter so gut.
Der Slalom hast du relativ deutlich gewonnen. Wie ist der Parcours? Wie lucht denn dir? Mein nächsten Trasse war ziemlich schwer, weil das Rennen ziemlich eng gewesen ist. Den zweiten Trasse ist von meinem Papa und Trasse hat gehen an den Trasse hat ja meistens für uns. An dem sind wir gewinnt, das war schon viel mehr einfach. Okay. Gilles Bock, zweiter Platz. Ja. Wie ist deine Reaktion? Ja, aber ich bin auch zufrieden noch von dem Rennen Nummer 2. Aber ich habe schon einfach ein paar gute Leben gemacht. Ich konnte in diesem Weekend nicht in die Joffre rückkommen, noch von der Küste schon mit knapp hinaus. Heute vor der war im Slalom ein bisschen deutlich und dann hoffen wir halt für nächstes Jahr. Du hast nächstes Jahr die Revanche geholt? Ja. Mathieu, zweimal dritten heute. Warst du zufrieden mit dem Weekend? Also für mich ist das wirklich tipptopp, weil, also, wie der Patrick Kirs nicht da ist, hat er eine Chance geholt. Und ja, also. Zweimal dritten, das ist für mich ganz gut. Also ich bin ganz zufrieden. Ja. Du warst noch ein bisschen jung wie deine Konkurrenten. Hast du mein Podium gerechnet? Nein, eigentlich hätte ich nicht mein Podium gerechnet. Aber also mein Alter, ich weiß, das ist ein bisschen also verschieden. Aber bon. Ja, also Hannah hat hinten als Lokin, den wirklich viel mehr wie ich war. Dann, ja. Dafür hat er eine Chance gehabt. Dann, ja. Das heißt, nächstes Jahr müssen sie schwammen. Ja. Vielleicht. Ich probiere noch einen dritten Platz, wenn das geht. Ja. Zweimal im Podium, am Riesenslalom und am Slalom. Als Fahrerin, die nicht an der Föderation ist, wie warst du zufrieden mit deinem Weekend? Ich bin froh, also ich bin glücklich. Also, ich hatte nicht so direkt gedacht, aber ich bin froh. Wie sind die Kurse für dich verlaufen? Also, es war angenehm, weil die Piste, die nach dem ich gefahren sind noch gut. Denkst du, dass du eventuell mit der Föderation ein trainieren gehst, gucken gehst? Ich weiß noch nicht. Du, auch zwei Podiumen. Wie warst du zufrieden mit deinem Weekend? Ja, auch ganz zufrieden. Also, ich bin gut gefahren und ja, ich bin zufrieden. Wie ist der Slalom heute für dich? Ja, in der ersten Manche war ich nicht so ganz an den Rhythmus gekommen, aber in der zweiten Manche war ich auch besser. Und dafür auch der Slalom war ich auch zufrieden trotzdem.